Superkampf. Igitt. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Die sind alle 50. Ich stelle mich dem geheimnisvollen Gegner in der Arena. Skura sagte, selbst die Götter würden für den hier jubeln. Dann her damit. Vielleicht ist er das doch selber. Das ist natürlich die Frage, ob ich bei den anderen auch noch was Cooles bekomme. Die alle nochmal machen. Skura! Sieh dir das an, Söldner. Spüre es. Alles, was ich je war, mündet in diesem Moment. Der Krieg, meine Zeit in der Arena, meine Tochter Anea und du, du Söldner. Huch. Warum machst du das? Ich kenne einen Weg. Dank dir kenne ich einen Weg, um wieder zu leben. Was ist mit Anea? Denk an sie, Skura. Seit ihrer Geburt habe ich jeden Tag an sie gedacht. Und jetzt mehr denn je. Denk doch mal darüber nach. Du weißt ja nicht, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Du wirst gegen mich kämpfen müssen, Söldner. Ich zögere nicht, dich zu töten, wenn du mich lässt. Na schön, alter Mann. Ich schicke dich ins nächste Leben. Ich bitte darum. Ich leg dich um. Ja. Nicht schlecht für einen alten Mann. Nicht schlecht für einen alten Mann. Wirklich nicht schlecht. Das dachte ich auch. Was ist mit Anea? Deiner Tochter? Anea ist tot. Sie ist seit 9 Jahren tot. Und als du sagtest, du wirst sie wiedersehen. Ich hatte Angst, dass sie sehen würde. Das, was mir geworden ist. Ein nutzloser, alter Mann. Doch du hast mir einen Weg aufgezeigt, wie ich ihr Stolz gegenübertreten kann. Als Held der Arena. Glaubst du, sie wäre stolz? Sie wäre stolz. Ich wäre es. Ich erzähle ihr von dem neuen Helden in der Arena. Einem ehrbaren Kämpfer. Ich danke dir, Freund. Ja, er wollte kämpfen und er war sterben. Das war für ihn wichtig. Also musste ich ihm das geben. Ach. Friedlich, nicht wahr? Das ist es, worauf wir alle hoffen. Frieden und Respekt. Wie verdient man sich das? Frieden und Respekt.
Wenn wir tot sind, müssen unsere Taten für uns sprechen. Sie definieren uns und unser Vermächtnis. Was zählt ist, wie man sich an uns erinnert. Wie wirst du dich an Skura erinnern? Ich erinnere mich an ihn so, wie er war. Ein Held der Arena. Und ein Freund. Das Publikum gibt niemals Ruhe. Willst du mit mir zur Arena zurückkehren? Gehen wir. Mal gucken, ob es jetzt noch was gibt da. Noch ein extra Kampf oder... Aber dürfte eigentlich nicht. Sicher, sicher. Ich könnte gegen alle gleichzeitig kämpfen. Das wäre schwierig. Ich höre Dinge, aber ich sehe nichts. Das gibt nur 43.000. Wie geht? Bist du auf einen Kampf in der... Wie geht? Ja... Ich mach noch mal einen einfach, um zu gucken, was man da bekommt. Wollt ihr die Besten? Ich fragte. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Steht uns frei. Thank you.
Nochmal 70.000 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich krass zum zum Leveln, sage ich mal. Ne? Kurz mal gucken, ob ich nichts bekomme. Hier sind noch die, aber die bringen nichts. Bogen geht auch nicht für Liefers. Das ist halt nicht fertig. Okay, die Arena. Die ist wohl erstmal abgeschlossen. Das Beste, was man da kriegen kann, ist vielleicht, ja, komische Schiffsbelohnungen und... was ist das denn? Und, vor allem Erfahrungspunkte. Brauche ich aber beides nicht ganz so dringend, glaube ich. Ja, bald Max Level, glaube ich. 50 ist das. Müsste doch, oder? Hier gibt es jetzt eine Menge Quests. Du da! Artemis schickt dich zurück! Das sind schmutzige Tricks! Hab Dank, Zweibein. Aber hier können wir nicht reden. Triff mich hinter dem Tempel in der Stadt Rios. Hinter dem Tempel? Hier nach! Sei gesegnet, Zweibein. Ich bin Zoe, Tochter der Artemis. Danke, dass du mich vor den Steinbewohnern gerettet hast. Zweibein? Im Gegensatz zu was? Zu unseren vierbeinigen Brüdern und Schwestern natürlich. Wir sind alle gleich. Unsere Seelen sind gleich. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Solltest du. Wir beide haben Tierinstinkte. Hier lernt man jeden Tag etwas Neues. Wer sind diese Leute, die du Steinbewohner nennst? Sie kamen vor Jahren aus dem Westen. Sie fällen unseren Wald und graben unsere Erde um Steinhäuser zu errichten. Du warst in Not. Es sah aus, als könntest du Hilfe brauchen. Ich konnte nicht fliehen. Sie waren in der Überzahl. Nun, da ich frei bin, kann ich unsere Rache gegen die Steinbewohner planen. Unsere Rache? Ja. Wer ist noch involviert? Meine vierbeinigen Brüder und Schwestern, die Waldbewohner. Wir rächen uns an den Steinbewohnern, die unsere Insel bestehlen. Die Steinbewohner sind bewaffnet und gut verteidigt. Das sind keine leichten Gegner. Deshalb brauche ich meine pelzigen Freunde. Befreist du sie, wie du mich befreit hast? Im Gegenzug gebe ich dir meinen besten Bogen. Tiere gehören nicht in Käfige. Ich wusste, wir sind verwandte Seelen. Sie werden in zwei Lagern im gerodeten Gebiet festgehalten. Befreie sie, damit sie wieder in Freiheit leben können. So gut wie erledigt. Okay, eine Uhr. Ihre Familie wird in dem gerodeten Gebiet festgehalten. Ja, ich muss hier erstmal weitermachen, ne? Quest, Quest, ich frage zu jemand sehr viel Geld. Ja, also
Hilfe! Meine Söhne! Ach, die sind schon wieder abgehauen. Den Göttern sei Dank! Ein Söldner! Was ist los? Mein Mann wurde ermordet und meine zwei Söhne entführt. Banditen haben unseren Hof im Wald der Tränen übernommen. Und ich fürchte, sie machen sie zu Sklaven. Banditen ziehen wohl eher durch die Lande. Wir besitzen keine Bauernhöfe oder gar Sklaven. Ja, das stimmt. Der Hof hat nicht immer uns gehört. Wir haben die Banditen bezahlt, konnten uns jedoch das Schutzgeld nicht mehr leisten. Du hast bestimmt keine Wahl gehabt. Doch du machst dir zu Recht Sorgen um deine Söhne. Der Banditenanführer. Er meinte, meine Familie würde als Warnung für andere dienen. Bist du sicher, dass du mir nichts verschwiegen hast? Ja. Verzeih mir, dass ich nicht gleich die Wahrheit sagte. Ich finde einen Weg, dich zu bezahlen, wenn du meine Söhne zurückbringst. Ich helfe dir, aber du solltest dir in Zukunft überlegen, Geschäfte mit Banditen zu machen. Athena sei gepriesen. Das werde ich. Vielen Dank. Wo befindet sich dein Bauernhof? Der Mastixhof liegt im Süden der Stadt, im Wald der Tränen. Wohin könnten die Banditen deine Söhne verschleppt haben? Als die Banditen mich gehen ließen, um ihre Drachmen zu holen, waren meine Söhne auf unserem Hof eingesperrt. Einer war im Haus, der andere draußen, im Schuppen. Diese Banditen, welche Verabredung hast du mit ihnen getroffen? Im Tausch für einen Teil der Einkünfte besorgten sie uns einen Hof, auf dem wir arbeiten können. Wir fanden jedoch heraus, dass der Hof keineswegs verlassen war und die Banditen den Vorbesitzer ermordet hatten. Diese Banditen, wie viele sind es genau? Es ging alles so schnell, doch ich schätze, es waren 10. Ich werde sehen, was ich auf deinem Hof tun kann. Beeile dich, kümmere dich um die Banditen und rette meine Jungs, bevor es zu spät ist. Alles klar. Der Hof liegt südlich von Chios, im Wald der Tränen. Lass hier mal ganz kurz gucken, wie überhaupt. So, dann gehen wir mal dahin. Das ist mir auch noch ein Auftrag. Am besten aber den Norden der Insel finden. Wir können jetzt schon nach Norden laufen. Und dann den Süden. Das sind wirklich viele Baumstämme. Dieses Holz würde sich auf jedem Schiff gut machen. Auf Chios gibt es das beste Holz. Das weiß doch jeder. Aber der Mistkerl, der auf Lesbos das Sagen hat, handelt unser Produkt mit anderen Stadtstaaten. Er gewinnt an Einfluss und wir verlieren den Profit. Anführer haben ihre Gründe. Vielleicht helfen dir seine Geschäfte mehr, als du ahnst. Wie soll es uns helfen, wenn unser Holz benutzt wird, um die Flotten anderer Staaten zu verstärken? Nein! Er verfolgt seine eigenen Interessen, nicht die von Lesbos. Dann ist er kein Anführer. Ganz genau. Und wenn wir die Wurzel des Problems entfernen, wird auch das Problem verschwinden. Das Volk von Lesbos verdient es, von den Ressourcen der Insel zu profitieren. Kann ich dich dafür anheuern? Klar. Ich kann mich um das Problem kümmern. Wo finde ich den Anführer von Lesbos? Er lebt in Mytilene. Wenn er nicht zu Hause ist, inspiziert er die Truppen in der Festung oder betet zu seinem auserwählten Gott. Du weißt schon, alles um nicht wirklich arbeiten zu müssen. Lesbos ist selbst reich an Rohstoffen. Warum nutzt der Anführer stattdessen Chios-Ressourcen? Wenn ich das wüsste. Wir fällen alle Bäume und töten alle Tiere für Mytilene. Bald wird nichts mehr übrig sein. Deshalb. Ich behebe das Problem in Mytilene für dich. Wenn du fertig bist, schicke ich die Belohnung zu deinem Schiff. Das ist nett. Ja. Ich sollte den Anführer in seinem Haus, in der Festung oder im Tempel finden. Tut mir leid, ich muss hier drüber. Hm?
Trab los! Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ja, mit dem leuchtenden Pferd ist das gar kein Problem. Komm schon. Was ist los? Mein ganzes Leben lang wollte ich eine Tochter der Artemis werden. Doch sie sagten, ich sei nicht zäh genug. Anderen zu folgen ist ein Zeichen von Schwäche. Aber ich folge Artemis schon so lange. Dein Leben gehört dir selbst. Wenn du deinen Lebenszweck verlierst, such dir einen anderen. Einen neuen Lebenszweck? Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte. Nein, so leicht gebe ich nicht auf. Ich habe eine Idee. Und? Ich schließe mich ihnen trotzdem an. Ich schleiche mich in ihr Dorf und lebe unter ihnen. Kannst du mir helfen? Ich gebe dir alle Drachmen, die ich habe. Ich werde helfen. Die Töchter der Artemis sind gefährlich. Und wenn man dich entdeckt... Ich kenne das Risiko. Du musst mir eine ihrer Rüstungen, einen Kopfschmuck und Stiefel beschaffen. Hast du eine Ahnung, wo ich so eine Rüstung finden kann? Südlich vom Dorf der Töchter gibt es einen kleinen Außenposten. Dort wirst du eine Rüstung finden. Und das Lager wird kaum verteidigt. Na dann? Deshalb wurde es kürzlich von Tieren überrannt, die nicht einmal Sied sämen können. Aha. Wo kann ich die Stiefel finden? Es gibt eine Höhle in den Klippen, westlich vom Dorf der Töchter. Dort bilden sie ihre Neulinge aus. Dort prüften sie mich auch. Doch ich ließ meine Stiefel zurück, als sie mich rauswarfen. Wo finde ich den Kopfschmuck? Er befindet sich bei der Hütte der allerbesten Jägerin der Töchter, etwa im Zentrum ihres Dorfes. Ich komme mit der Ausrüstung zurück. Hab Dank, Söldner. Du musst unauffällig sein, um sie zu bekommen. Und bitte vermeide es, den Töchtern etwas anzutun, wenn es geht. Wow. Das ist eine super coole Quest. Unauffällig. Ja, schwimmen wir wieder zurück. Das muss die Hütte ihrer besten Jägerin sein. Das muss die Höhle mit den Stiefeln sein. Ja,
Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Guck mal, was ist das denn hier Schönes? Ein Zugang. Oh, der nicht zu dem anderen führt, oder doch? Oh, das sieht schlecht aus. Unauffällig soll ich sein. Wie? Dann rennt da noch so ein Kopfgeldjäger rum. Das wird sehr unauffällig. Immer von hier oben versuchen. Zur Hölle haben die mich jetzt schon. Oder auf was schießen die da? Auf den Kopfgeldjäger? Oder auf den Bären? Habe ich den Bären rausgelockt? Ich verschaffe mir das im Vorteil. Ah, ich hab's. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hallo? Dein Kopfgeld ist schon so gut wie mein. Feigling! Und jetzt zum Thema unauffällig. Habe ich nichts getan. Baum hoch. Hände an dem Felsen ganz hoch. Nicht an dem. An dem hier. Großen.